Himmel über Baden. Informationen und Reportagen aus der evangelischen Kirche. Kampagnenauftakt in Freiburg. Unter dem Motto Seelsorge ist Kirche hat die Badische Landeskirche eine groß angelegte Initiative zum Thema Seelsorge gestartet. Zum offiziellen Start wurde im Beisein der geschäftsführenden Direktorin des Zentrums für Seelsorge Sabine Kast-Streib am Kirchturm der Freiburger Markuskirche ein erstes 8x2 Meter großes Banner mit Seelsorgemotiv installiert. Ziel der Kampagne ist es zum einen, die Seelsorge als Kernbereich kirchlicher Arbeit wirksam in der Öffentlichkeit zu präsentieren, zum anderen auch innerkirchlich zu würdigen, was es da gibt. Die Menschen, die oft im Verborgenen arbeiten in der Seelsorge, die Pfarrer, die Diakoninnen, auch die Ehrenamtlichen, auf diese Weise mal zu würdigen mit ihrer Arbeit, das tut ihr. Und ihnen zu zeigen, das, was ihr tut, ist Teil unserer Kirche. Besonderer Schwerpunkt lag beim Kampagnenstart in Freiburg auf der Schulseelsorge. Ein Angebot, das nicht nur im Religionsunterricht, sondern immer mehr auch außerhalb des Klassenzimmers an Bedeutung gewinnt. Das Besondere daran, in vertraulichem Rahmen finden Schüler nicht nur Rat, sondern wenn gewünscht, auch einfach nur ein offenes Ohr. Wer zu mir kommt, weiß, ich bin zum Schweigen verpflichtet. Also das sage ich den Schülern auch und das steht auch auf unserem Plakat, also wo ich auf die Schulseelsorge aufmerksam mache. Also das ist das eine. Wer mit mir spricht, kann damit rechnen, dass es nicht weitergetragen wird. Und das andere ist die Einstellung, mit der ich einem Menschen begegne. Und das ist eine sehr offene, eine sehr, ich versuche einfühlsam zu spüren, was braucht ein Mensch gerade. Auch wenn die Schulseelsorger dabei ganz bewusst an den Schulen Präsenz zeigen, um gezielte Missionsarbeit geht es nicht. Der Hintergedanke, da Leute zu gewinnen, der spielt bei mir eine sehr untergeordnete Rolle. Also das muss ich wirklich sagen. Sondern es geht darum, im diakonischen Sinne da zu sein, präsent zu sein, Menschen zu begleiten. Was im Übrigen für mich auch ein Teil des Religionsunterrichtes ist. Zu denken, da werden jetzt junge Menschen in Scharen in die Kirche strömen, ist nicht realistisch. Das ist nicht realistisch. Aber vielleicht, dass sie die Erfahrung machen, als es mal schwierig war, war jemand da und er hat mir zugehört. Fragt man bei den Schülern nach, ist die Schulseelsorge für viele eigentlich gar kein Thema. Dennoch begrüßen sie ein derartiges Angebot an den Schulen. Ich finde schon, dass es eine große Rolle spielt und dass es auch wichtig ist, wenn man weiß, dass man zu jemandem gehen kann und der darf das auch nicht weitererzählen. Und es ist jetzt halt nicht direkt ein Psychologe oder sowas, sondern einer, der einem halt helfen kann auch. Und auch so Bezug zur Kirche hat noch. Ich hatte jetzt noch nicht so irgendwie einen Anlass dazu, das zu machen. Aber ich finde das allgemein auch für andere wichtig, halt zum Beispiel Flüchtlingskinder, die jetzt gerade zu uns kommen in den Unterricht und dann sich auf jemanden verlassen können, dem sie dann ihre Probleme schildern können. Sei es Stress mit den Eltern, Probleme mit Mitschülern oder einfach nur die Angst vor einer Prüfung. In Baden sind derzeit 66 evangelische Schulseelsorger im Einsatz, um den Schülern im Bedarfsfall beizustehen. Insgesamt soll die Zahl in den kommenden Jahren auf zunächst 100 Personen ausgebaut werden. Die Diakonie Baden und die Evangelische Landeskirche in Baden begrüßen den ersten Armuts- und Reichtumsbericht für Baden-Württemberg. Der Bericht mit dem Schwerpunkt auf Kinderarmut bietet auf rund 900 Seiten Daten und Analysen sowie umfangreiche Handlungsempfehlungen der Landesregierung zur Armutsbekämpfung. Die Auswertung der Daten hat gezeigt, dass besonders Alleinerziehende und ihre Kinder armutsgefährdet sind, und zwar mit zunehmender Tendenz. Demgegenüber nahmen kinderlose Paare und Haushalte ohne Kinder 2012 in Baden-Württemberg die höchste Wohlstandsposition ein. Jede sechste Familie in Baden-Württemberg ist eine Einelternfamilie. Ab sofort können sich auch homosexuelle Paare in Badens evangelischer Landeskirche öffentlich trauen lassen. Dies hat die Badische Landessynode auf ihrer Frühjahrstagung in Bad Herrenalb beschlossen. Der Gottesdienst soll wie eine Trauung gefeiert werden. Das Kirchenparlament hatte zuvor intensiv diskutiert und schließlich der Auffassung zugestimmt,
dass es in der Bibel einen ganz großen Grundzug gibt gegen Ausgrenzung, Diskriminierung von Menschen und gleichgeschlechtliche Paare, das bisher in unserer Kirche ausgegrenzt waren und diskriminiert waren, dadurch, dass sie einfach nicht die Möglichkeit hatten, getraut zu werden. Einige Kirchenvertreter lehnten den Beschluss allerdings ab, weil sie ihn mit ihrem Bibelverständnis nicht in Einklang bringen konnten. Es gibt in der Bibel einige kritische Aussagen gegenüber Homosexualität. Das ist der Grund, warum einige auch gegen diese Gleichstellung waren. Die Synode hat beschlossen, dass Pfarrerinnen und Pfarrer, die eine Trauung eines gleichgeschlechtlichen Paares nicht vollziehen können, aus ihrer Überzeugung heraus, dass sie dazu nicht verpflichtet sind. In solchen Fällen können sich homosexuelle Paare künftig an einen evangelischen Pfarrer oder Pfarrerin aus einem anderen Ort wenden. Die Kirchenvertreter bedauerten zugleich, dass lesbischen und schwulen Menschen in der Vergangenheit auch in der evangelischen Kirche Leid zugefügt wurde. Badens Landesbischof Jochen Cornelius Bundschuh erklärte nach der Entscheidung, der Beschluss werde nicht zu innerkirchlichen Verwerfungen führen. Es müsse aber darauf geachtet werden, im engen Austausch mit jenen zu bleiben, die anderer Meinung seien. In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr 185.000 Flüchtlinge eingetroffen. Besonderes Merkmal bei der Eingewöhnung sollten wir laut Professor Dr. Christoph Schneider-Habrecht, dem Leiter des Referats Erziehung und Bildung der Evangelischen Landeskirche in Baden, auf Frauen und Mädchen legen. Frauen und Mädchen brauchen, glaube ich, nochmal eine besondere Unterstützung, weil in der Kultur, aus der sie kommen, sie nicht unbedingt diese Position der Gleichstellung haben, die sie in unserer Kultur haben. Dann sind die ja auch zum Teil traumatisiert. Ja, die haben schreckliche Dinge erlebt und sie brauchen dann auch sichere Orte, wo sie drüber sprechen können. Nur 72 Stunden hat es gedauert. Dann war die Erstauflage der Playmobil-Figur Martin Luther ausverkauft. Inzwischen ist der Reformator, dessen Thesenanschlag sich 2017 zum 500. Mal jährt, wieder im Kleinformat von 7,5 cm erhältlich. Damit passt er bequem in fast jede Tasche und kann auf Reisen gehen. Das sind beste Voraussetzungen für die Mitmachaktion der Facebook-Gruppe Unterwegs mit Luther. Denn wir sind auf dem Weg zum Luther-Jubiläum 2017. Bis dahin gibt es noch eine Vielzahl an Aktionen und Veranstaltungen, über die Sie bei uns informiert werden. Ein Dorf wie jedes andere ist es nicht. Hier hat sich viel verändert, seitdem klar war, dass Hirschlanden am Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft teilnimmt und sogar den ersten Platz belegt. Viele Ideen hat die Dorfgemeinschaft dabei gemeinsam mit der Kirche entwickelt und schon umgesetzt. Wir haben in unserem Dorf Arbeitsgruppen gegründet für Ökologie, für das Bauen und für das Soziale. Im Bereich Bauen haben wir die Bordsteinabsenkung an ganz vielen Orten gemacht, damit die Menschen mit Rollator oder auch elektrischem Rollstuhl gut rüber können. Wir haben entwickelt einen Plan für einen Dorftreff Senioren gegenüber vom Rathaus, wo auch die Bushaltestelle ist. Das ist jetzt schon in Projektentwicklung. Gemeinsam statt einsam. Dazu trägt die Kirchengemeinde mit sozialem Engagement bei und fördert eine aktive Gemeinschaft der Generationen, die in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich ist. Beim gemeinsamen Mittagstisch kommen sich Jung und Alt ganz nah. Nur ein Traum von vielen, der in Hirschlanden schon ganz konkret wurde. Wir träumen davon, dass die Vernetzung noch weiter wächst, jung und alt, schichtenübergreifend, ja, füreinander da sein. Und eine Vision, ein Traum ist ganz sicher, dass wir auch eine Bauform finden wollen, wo mehrere Generationen auch zusammenleben können. Gemeinsam miteinander leben kann man beispielsweise auch in der alten Brauerei, die von den Dorfbewohnern auf Vordermann gebracht wurde. Natürlich gehört auch eine Gaststätte dazu, wo man sich abends zum Plausch treffen kann. Aber auch die Jüngsten werden in die Dorfgemeinschaft mit einbezogen und lernen von den Älteren. Also wir haben drei Zwergziegen bei uns hier in der Einrichtung, die direkt hier neben unserer Einrichtung auch in einem Gehege sind. Die Kinder übernehmen die Verantwortung, das Ausmisten und die komplette Verpflegung der drei Zwergziegen. Für die Kinder ein besonderes Erlebnis. Wollen sie doch schon in jungen Jahren Verantwortung übernehmen. Hier zeigen sie, was sie können und das steigert das Selbstbewusstsein. Neben Gemeinschaft und Projekten im Dorf ist aber auch die Ökologie ein Thema der Dorfgemeinschaft. Silvia Fahrbach leitet nicht nur eine Jungschargruppe, sondern bringt sich vielfältig in das Dorfgeschehen mit ein und zeigt den Kids, wie die Insektenhotels funktionieren.
Ökologie schon für die Jüngsten. Aber das Dorf hat auch in dieser Hinsicht noch mehr Projekte angekurbelt, immer unter dem Stichwort gemeinsam statt einsam. Wir haben sehr viel im Bereich Ökologie gemacht, angefangen von den Insektenhäusern bis hin zu Obstbaumplantagen, wo wir einen Verein gegründet haben für die, die ihre Obstbaumplantagen dann im Verein einbringen und es gemeinnützig auch verwerten wollen, zum Beispiel Saftpressen und so. Als Erstplatzierter darf sich Hirschlanden über 1.000 Euro freuen, ein Ansporn. Die Dorfbewohner werden auch weiterhin gemeinsam mit der Kirche an Ideen und Konzepten für das Mehrgenerationendorf arbeiten. Sie kennen diese Parolen sicher auch. Wir müssen das christliche Abendland retten, bevor es untergeht. Unsere ganzen christlichen Werte stehen auf dem Spiel. Noch in meiner Jugend war es selbstverständlich, dass sonntags die Geschäfte zu waren. Nichts und nirgends einkaufen. Es war echt hart. Was ich am Samstag vergessen hatte, war am Sonntag nicht auf dem Tisch. An den Schaufenstern konnte man sich die Nase platt drücken und es hieß nur, morgen wieder. Man muss auch Geduld haben. Wir leben in einem christlichen Land, da geht man sonntags in die Kirche. Ja, das waren noch Zeiten, klare Linien, gute Ordnungen, christliche Werte, an die sich alle halten mussten, auch wenn sie nicht alle Christen waren. Und wo stehen wir jetzt? Ich finde, wir sollten wieder ernst nehmen, dass der Sonntag ein ganz besonderer Tag in der Woche ist, an dem möglichst viele nicht arbeiten müssen und keiner einkauft, um zur Ruhe zu kommen und zu entspannen. Jetzt, wo so viele aus der Ferne zu uns kommen, ist es gut, wenn wir ihnen sagen können, was das christliche Abendland für uns bedeutet.